hübscher rechter Haken, Big D. Wir sehen uns, Big D. Morgen um dieselbe Zeit? Hey, Big D. Wieder einen 10-Jährigen verprügelt? Wenigstens jammer ich nicht im Schlaf. Lass Cedric leben! Was meinst du damit? Hey! Und somit moin moin und hallo zu einem Let's Play einer neuen Serie. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Oh nein! Hör auf damit! Y drücken, um den Zauberstab herauszunehmen. Yeah! Und zwar herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Ihr seht es schon, Harry Potter und der Orden des Phönix. Und da kriegt er gleich mal hier ordentlich einen mit meinem Stab verpult hier. Yeah! Expecto Patronum! Okay, Zauberei, Minderjähriger, exklusiv. Ist Potter ein Verschwörer? Wer weiß. Ja, ich weiß. Eine Gefahr für die Gemeinschaft der Zauberer. Ist schon ein bisschen älter. Das war Selbstverteidigung. Egal. Hallo, Harry. Schön, die anderen Mitglieder des Ordens haben dich sicher hierher gebracht. Ja, nachdem er endlich gepackt hat. Bis dann, Harry. Ja, danke, Tonks. Yeah. Ich bin gespannt. Willkommen am Grimaud-Platz Nummer 12, dem Hauptquartier des Ordens des Phönix. Was für ein Orden? Eine Geheimgesellschaft. Die Leute, die das letzte Mal gegen Voldemort gekämpft haben. Komm, ich zeig dir alles. Okay. Was hast du gemacht? Spielt doch keine Rolle, solange ihr euch hier im Hauptquartier des Ordens bestens amüsiert habt. So aufregend war das gar nicht. Die meiste Zeit haben wir Mom beim Putzen geholfen. Mrs. Weasley ist mit sehr viel Eifer bei der Sache. Kannst du mir helfen? Ich muss alle Sachen an die Wand stellen, damit Mom den Boden wischen kann. Mach nur, Harry. Du bist jetzt nicht mehr bei den Dursleys und darfst Magie verwenden. Versuch's mal mit Aktion, Depulso. Schön und gut, aber diese Zauber beherrsche ich noch nicht. Mach's mir einfach nach. Okay. Üben wir als erstes Aktion. Ich zeig's euch mit diesem Ich beherrsche nämlich Stuhl. Auch keinen. Zuerst auf den Stuhl. Schwenke deinen Zauberstab dann so und sag Aktio! Aktio! Okay, zweimal nach unten also. Ich habe noch kein Spiel gespielt. Das ist hier schon der 5. Teil. Okay, mit dem rechten Stick kann ich hier... Ich habe kein Spiel davon gespielt. Also wir sollen jetzt zweimal nach unten tippen und... Du schaffst das schon. Aktio! Wenn du den Zauberstab schwenkst. Macht ja gar nichts. Ja doch. Aktio! Aktio! Gut so. Yeah. Jetzt mach's nochmal. Aktio! Ausgezeichnet. Jetzt machst Jenny nochmal vor. Hier. Okay. Aktio. Sehr gut, Harry. Boah, super. Aktio. So komme ich viel schneller voran. Vielleicht bin ich sogar vor dem Nachmittagstee fertig. Mit Aktio kannst du Dinge zu dir ziehen und mit Depulso kannst du sie wegdrücken. Alles, was du tun musst, ist zielen, deinen Zauberstab so schwenken und Depulso sagen. Depulso. Okay, also dasselbe einfach, der Stick nach oben drücken zweimal, aber ob das jetzt hier so viel mit Aufräumen zu tun hat? Depulso! Gut yeah. gemacht, Harry. Jetzt versuch's De mal. Depulso! Du hast den Dreh raus. Depulso! Depulso! Yeah! Wir müssen also alles von hier nach dort drüben stehen? Das ist super! Genau. Ist ja mal mega aufgeräumt, oder was? Drücke LT und RT, um das Ziel zu wechseln. Okay. Yeah. Und weg damit. Und... Depulso. Na, kann ich ihn jetzt hier mal wegschieben, oder was? Depulso. Oder so ähnlich. Warum zieht die das denn immer wieder ran hier, Mann? Weg damit, Mann. Das muss da hinten hin. So, Schluss jetzt. Danke. Vielleicht hört Mom jetzt mal 5 Minuten auf zu meckern. Hast du Ron oder Hermine gesehen? Mom hat uns ganz schön mit Arbeit eingedeckt. Sie müssen hier irgendwo sein. Suchen wir sie. Bis bald, Jenny. Yeah, suchen wir sie. Desia. Wie war dein Sommer?
Ihr habt euch bestimmt terrorisiert, während ich bei den Dursleys festsaß. Wir mussten schwören, dass wir dir nicht schreiben. Dumbledore dachte wohl, das sei das Beste. Er war echt wütend, als er von den Dementoren gehört hat. Wenn ich nicht bei den Dursleys festgesteckt hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Musst du Molly auch beim Aufräumen helfen, Hermine? Ich soll das hier reparieren. Dann helfen wir dir. Yeah, genau, wir helfen dir. Dafür brauchen wir Reparo. Reparo. Sieh ganz genau hin. Ziele auf den kaputten Gegenstand. Dann schwenkst du deinen Zauberstab so und sagst Reparo. Reparo. Okay, im Kreis drehen. Reparo. Reparo. Okay, ich denke jetzt... Ach so. Okay. Reparo. Also gut. Reparieren wir den nächsten Gegenstand. Hier. Reparo. Also gut. Wir werden hier 0, nichts und Reparo. Oh. Okay. Alles klar. Dann fällt die Kacke also wieder zusammen, wenn man das nicht lange genug macht. Reparieren wir den nächsten Gegenstand. Aber das sah doch gut aus. Ausgezeichnet. Hier. Na los, Hermine. Mach hier Ordnung. Dann hört Molly vielleicht endlich auf zu schimpfen. Okay, das mit dem Ziel verändern kennen wir ja schon. Reparo! Yeah. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Zauber. Kann ich mich jetzt hier auch mal ein bisschen bewegen oder was? Geh doch mal weg da hier. Reparo! Yeah. Und... Reparo! Kann ich jetzt auch hier mal meine anderen Zauber? Mal schauen. Depulso! Okay, das geht nicht. Dann machen wir es halt nur heile. Reparo! Reparo! Hier würde sicher nicht so ein Chaos herrschen, wenn Creature ein wenig Hilfe hätte. Creature würde es nie zulassen, dass ein anderer Hauself das Haus seiner Herren besudelt. Wer ist Creature? Ein nichtsnutziger Hauself. Deine anderen Freunde möchten dich bestimmt sehen. Suchen wir sie. Was ist denn passiert mit den Dementoren? Ich dachte, du wärst bei den Muggeln sicher. Sei froh, dass Lupin dir Expecto Patronum beigebracht hat. Und wie froh ich bin. Vor allem darüber, dass ich von Hogwarts verwiesen werde, weil ich einem Dementor davon abgehalten habe, mich zu küssen. Du wirst schon früh genug wieder in Hogwarts sein. So schnell auch wieder nicht, denn ich werde eine Weile zum Packen brauchen. Dann helfen wir dir. Na klar. Wingardium Leviosa, der Schwebezauber. Sieh genau hin. Ziele mit dem Zauberstab auf die Kleider und schwenke ihn dann so. Okay. Wingardium Leviosa. Wenn die Kleider erst einmal in der Luft sind, kann man sie so herumbewegen. Okay. Unterbrich den Zauber, um die Kleider in den Schrank zu räumen. Okay. Ich kann jetzt nur meinen Zauberstab bewegen, mich selber ich nicht. Okay, hoch. Wingardium Leviosa. Oh. Okay. Ah, okay, cool. Yeah. Und A drücken. Okay. Ich befürchte, fast mit der Hand würde das einfach schneller gehen. Achso, ich hab den mal glatt daneben geworfen. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Gut gezaubert. Und dann machen wir auch glatt hier den nächsten. Zack! Und rein damit. Gut gemacht, Harry. Und das wäre doch gelacht. Oh, oh, geht er daneben? Das sah erst ein bisschen aus, als wenn er daneben geht. Du hast den Dreh raus. Yeah. Jetzt lass uns hier aufräumen. Was? Das war's noch nicht? Ah, jetzt kann ich mich auch bewegen. Ich bin mir trotzdem noch nicht so sicher, ob das mit der Hand einfach nicht doch schneller gehen würde. Aber egal, wir sind Larry der Otter. Ich meine natürlich Harry Potter. Danke. Wieso herrscht hier eigentlich so ein und Chaos? Wir machen das mit unserem Stab. Wingardium Leviosa. Nützlich, um Dinge herumschweben zu lassen. Und Rons Socken nicht anfassen zu müssen. Okay, oh, Vorteil. Hermine hat sich schlau gemacht. Sie können dich nicht von der Schule verweisen. So, so. Was wollten die Dementoren eigentlich? Das würde ich auch gerne wissen. Ich muss zu einer Versammlung des Ordens. Bleib du bitte bei deinen Freunden, Harry. Na klar. Ob die Versammlung wohl wichtig ist? Suchen wir die anderen. Okay. Oha, was geht jetzt ab? Guten Abend. Alle warten auf Sie. Da lang bitte. Es ist Dumbledore.
Denkst du, was ich denke? Ich weiß nicht, was du denkst. Was denkst du denn? Wir können den Tarnumhang benutzen, aber es wird immer schwieriger, sich zu verstecken. Voldemort scheint die Sache sehr wichtig zu sein. Wir müssen einen Weg finden. Voldemort ist hinter irgendeiner Waffe her. Etwas, mit dem man viele Leute ermorden kann? Psst! Die Versammlung ist zu Ende. Schnell ins Bett, bevor Mom uns erwischt. Ich hoffe, unsere Leute kriegen es, was immer es ist. Ja. Yeah. Was immer es ist. Ich hoffe, unsere Leute kriegen es. Fast da. Ich bin fast da, Harry. Gerichtsraum 10? Vor dem gesamten Zaubergamot? Und wegen Zauberei Minderjähriger? Ruhe! Ruhe! Alle, die für eine Verurteilung sind! Okay. Potter entgeht Bestrafung. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir möchten unsere neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste begrüßen. Professor Dolores Umbridge. Sie... Herr Direktor, danke vielmals, danke. Das Zaubereiministerium hat der Ausbildung immer die allergrößte Bedeutung beigemessen. Und doch muss dem Fortschritt um des Fortschritts willen eine Absage erteilt werden. Ein Gleichgewicht also zwischen Altem und wirklich aufschlussreich. Ein Haufen Geschwafel. Das Geschwafel enthielt wichtige Hinweise. Vielen Dank, Professor Umbridge. Yeah. Und alle Neuankömmlinge heiße ich herzlich willkommen in Hogwarts. Moin, moin. Ja. Oh, gleich mal ein Erfolg. Jiha. Okay, dann sind wir mal in Hogwarts, denke ich. Ich muss ja gestehen, ich habe nicht die Bücher gelesen. Ich habe mal einen Film gesehen. Ron, ich freue mich, dass du Vertrauensschüler wirst. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich dachte, du bekämst den Job. Nee. Ich habe zu viel Ärger gemacht. Ja, daran wird's wohl liegen. Los, gehen wir in den Gemeinschaftsraum. Okay. Und wo ist der Gemeinschaftsraum? Warum blinkst du jetzt? Okay, mit dem rechten Stick kann ich also nur meinen Stab bewegen. Das ist jetzt aber irgendwie doof mit der Kamera. A gedrückt halten, um zu laufen. Okay. Ah, okay, mit Y steckt er den weg. Aber er holt ihn auch wieder raus. Ich kann also nicht wirklich die Kamera. Denk, was du willst. Ja, mal schauen. Vielleicht ist das ja mit der Kamera. Egal. Ich wollte auf jeden Fall sagen, ich habe noch nie wirklich ein Buch davon gelesen. Ein Film mal irgendwie geguckt und. Aber ich habe derbe Bock auf das Spiel und bis jetzt macht es mir auch derbe viel Spaß. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, genau. Lass uns den 9-Stunden-Plan im Gemeinschaftsraum ansehen. Hermine rastet aus, wenn wir am ersten Tag zu spät kommen. Okay. Ich guck mal kurz. Hier haben wir die Karte. Okay, ich denke, da unten, das sind wir. Oder müssen wir da hin? Gute Frage. Gibt ihr auch nicht mal hier irgendwie so ein bisschen was wie ein Tutorial oder was? Okay, sie blinkt. Potter stinkt. Ach, hallo. Fick dich. Okay, mit X spreche ich die auf jeden Fall an. Sieht echt aus, als wäre er gleich eine Knarre aus der Tasche zieht. Hallo Harry! Habt ihr schon bemerkt, dass Hagrid weg ist? Er ist sicher im Auftrag des Ordens unterwegs. Psst, nicht so laut. Leise, George, sonst zieht er uns Punkte ab. Und jetzt beeil dich, sonst hält dir Hermine wieder eine Standpauke. Wie kann ich euch helfen? Nicht gerade der Hellste, was? Ich schwöre feierlich, dass er nicht der Hellste ist. Ach so, die Karte des Rumtreibers. Okay. Ja, das hatten wir ja eben schon. Aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal.